herzlich willkommen zu Einblick ins Gesicht. Heute von Daniela Kreisig, einer wundervollen, wichtigen und bekannten Persönlichkeit aus Dresden, die dafür sorgt, na, das soll sie uns später selbst erzählen. Daniela, hallo, schön, dass du da bist. Hallo Anne, danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon ganz gespannt. So ein Interview hatte ich noch nie. Einmal ist immer das erste Mal. Ja. Daniela, unsere Zuschauer kennen das schon. Ich switch dich jetzt weg und gehe einmal auf ein paar Fotos von dir, die wir uns in Ruhe anschauen. Und du hörst einfach mal gespannt zu und wir schauen, wie du dich so dazu stellst, wenn du das hörst, was du jetzt gleich hörst über dich und dein wunderschönes Gesicht. Okay. Schaut hier, Daniela Kreisig. Sie ist eine Frau, die schon ganz klar, ohne dass ich das jetzt im Gesicht sehe, sehr klar zu ihrer Persönlichkeit steht, die sehr so eine Klarheit in sich trägt. Woher nimmt sie die denn? Ihr seht, wenn man sie so im Gesicht einmal anschaut und so überlegt, was fällt mir denn besonders stark auf? Schaut mal auf den Augenabstand. Sie hat einen sehr, sehr großen Augenabstand. Was sagt uns das? Sie öffnet ihren Blick weit und nimmt das Leben in vielen verschiedenen Facetten wahr. Sie kann das Leben im breiten Spektrum sehen und hat auch so ein visionäres, zukunftsorientiertes Denken in sich und an sich. Was kommt dazu? Es sind oft Menschen, die sich gerne verzetteln. Also oft sind die Menschen, die so weit auseinanderstehenden Augen haben. Ich sage auch immer, die sehen die Blumen am Wegrand, aber verlieren dabei auch ganz gerne mal das Ziel vor Augen und verzetteln sich, ne, durch dieses ganze Links-Rechts-Geschaue. Ich behaupte, das passiert Daniela nicht. Warum passiert ihr das nicht? Schaut mal, was für eine schmale, spitze Nase sie hat. Sie ist jemand, neben dem, dass sie so vieles wahrnimmt und so vieles links und rechts sieht, ist sie jemand, die eine ganz große Erforscherin ist. Sie bleibt dran an ihrem Thema. Sie ist qualitätsbewusst, hat ein sehr, sehr starkes Qualitätsbewusstsein in sich und zusätzlich sehr große, gute analytische Fähigkeiten. Das seht ihr hier an dem tief sitzenden Septum, heißt es. Das ist dieses kleine Teilchen hier an der Nase, was relativ weit runtergeht. Das bezeugt ihre analytischen Fähigkeiten, was so eine Verzettelung vermutlich nicht so wirklich gefährlich werden lässt. On top kommen ihre dünnen Augenbrauen zum Tragen. Hier, ihr seht das, das sind sehr dünne Augenbrauen. Vielleicht erzählt sie uns gleich noch, was sie damit macht. Was sagt uns das? Dass sie jemand ist, die super effizient arbeitet und hochkonzentriert arbeiten kann. Sie macht gerne eins nach dem anderen, ist pflichtbewusst, nimmt sehr, sehr viele Nuancen sehr genau und sie nimmt sie wahr und sie nimmt sie sehr genau. Jetzt könnte man ja denken, wow, das ist so eine, die sieht alles und die bohrt nach und das ist ja schon fast anstrengend. Nein, ist es nicht, weil sie meint es mit ihren Menschen und ihren Mitmenschen total gut. Sie ist immer in der gebenden Haltung. Sie trägt das Glaubensbekenntnis des Gebenden in sich. Das ist dieser, ihr seht es hier, sie zeigt, wenn sie lacht, ihr Zahnfleisch und das ist das Zeichen für das Glaubensbekenntnis des Gebenden. Sie hat das Gefühl, für andere da sein zu müssen, setzt sich für andere ein und unterstützt andere auf ihrem Lebensweg. Last but not least hat sie ein sehr kurzes Kinn. Ihr seht das hier sehr gut. Sie hat ein recht kurzes Kinn und damit wissen wir, sie steht zu ihrem Wort. Sie hat ein ganz ausgeprägtes Moralbewusstsein und wir können uns auf sie verlassen. So, Daniela, jetzt hast du eine Menge von dir gehört und jetzt interessiert mich natürlich, wenn du das hörst, wie geht's dir? Ja, hochspannend. Also, dass mein Mund da positive Eigenschaften, außer jetzt, sage ich mal, ein schönes Lachen, dass man das draus liest, weil ich habe nämlich manchmal so diesen Spruch gehört, weil ich so einen relativ großen Mund wahrscheinlich auch habe, so, mein Mund, der hat sechs Ecken, so angelehnt an das Lied, irgendwas hat doch vier Ecken, gibt da irgend so ein Lied, man hat vier Ecken hat mein ich weiß nicht mehr was, mein Hut? Mein Hut, oder? Der Hut, ja, irgend sowas. Und da hatte mal jemand draus gemacht, mein Mund, der hat sechs Ecken. Und das war natürlich scherzhaft gemeint, war aber jetzt nicht immer ganz, ganz witzig. Und deswegen finde ich das gerade so schön, dass da so eine positive Interpretation jetzt auch dabei ist. Erkennst du dich denn in diesen positiven Interpretationen wieder?
Ja, natürlich. Also es ist hochinteressant. Also ich hätte nie gedacht, also ich habe noch nie den Augenstand von jemandem verglichen. Und es stimmt aber auch. Also ich habe wirklich immer sehr, sehr viel im Blick, wo auch mein Mann manchmal gerade so auf Autofahrten oder und, gar nicht auf Autofahrten unbedingt, aber wenn wir unterwegs sind, wo er sagt, oh Gott, was du alles siehst. Wo ich sage, naja, es ist doch da. Ne? Und er sagt, naja, aber sehe ich gar nicht. Und faszinierend, also echt faszinierend. Aber sag, Ja. wie gehst du? Ich hatte das ja eben auch so gesagt. Du siehst so alles und hast aber dann ja auch diesen hohen Qualitätsanspruch und dieses Forschen. Wie gehst du denn damit um? Ich meine, jetzt mal blöd gesagt, da wird man ja blöd. Also, wenn du alles erforschen willst, was du siehst und dabei noch so viel siehst, wie machst du das? Unterschiedlich, unterschiedlich. Also wenn mich die Sache brennend interessiert, dann forsche ich dort natürlich auch in der Tiefe. Und das ist ja bei vielen Themen, dass du zu einem gewissen Punkt kommst und denkst, jetzt hast du die Nummer hier verstanden, jetzt weißt du, wie es geht. Und nur um im gleichen Moment zu merken, dass du gar nichts verstanden hast, sondern dass das Ganze noch eine Etage tiefer geht. Das ist sehr spannend. Nichtsdestotrotz gehe ich dahingehend damit um, dass ich mich versuche zu disziplinieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hätte mein Tag mehr Stunden, würde ich mich mit viel mehr Dingen beschäftigen Noch mehr wollen. außen, ja. Ja, weil es einfach, und das finde ich so fantastisch an der Welt, dass die Welt so unglaublich viel bietet, ne? Also man kann sich mit Archäologie beschäftigen, man kann sich mit Vogelkunde beschäftigen, mit Pflanzenwelt, mit Architektur, mit Menschen, mit Kochen, mit Autos, whatever. Also Astronomie. Und deswegen ist das für mich immer so manchmal schwer zu verstehen, wenn jemand sagt, ich habe keine Hobbys. Weil Gut, ich mit so glaube nicht auch. da, no, und weil ich glaube nicht daran, dass es einen Menschen gibt, für den nichts passt. Also das hat dann, ne, da ist dann in dem Menschen was, der sollte dann was ändern. Aber die Welt ist so knallbunt, das geht nicht, dass es da nichts gibt, was jemanden interessieren kann. Also dann hat er noch nicht weit genug geguckt. Und diesbezüglich ist wirklich bei mir eher das Gegenteil, dass ich mich für unheimlich viele Sachen interessiere. Vielleicht deswegen interessieren mich auch Menschen so sehr, weil mich immer interessiert, was die zu erzählen haben, was die erlebt haben, weil ich da selber auch wieder so viel lernen kann, ne? Und wenn jemand ein Hobby hat, und egal was das für ein Hobby ist, aber in dem Moment, wo derjenige das mit Leidenschaft betreibt, Ja. da höre ich mir von mir aus auch, was weiß ich, Briefmarkensammlung. Die Historie der Fledermaus an oder was weiß ich was, weil wer das mit Leidenschaft macht, der bringt das so genial rüber. Ja, und das Jetzt ist. interessiert mich natürlich, was ist denn dein, also du hast sehr viele Interessen und das ist faszinierend, was du alles aufzählst, so aus dem FF raus. Was sind denn deine persönlichen Interessen und Leidenschaften? Also seit vielen Jahren lese ich unheimlich gerne Biografien. Okay. Da sind wir auch wieder beim Thema Menschen, ne? Was haben die Total. erlebt, was haben die zu erzählen? Dann begeistere ich mich seit 2 Jahren wieder intensiv fürs Showtanzen. Also ich fand das schon als Kind immer toll, wenn so die Jennifer Lopez und damals auch Britney Spears und Co. in ihren Musikvideos diese Choreografien gemacht haben. Ja. Tanzchoreografien. Das machst du Und jetzt selbst. vor 2 Jahren habe ich selbst angefangen, Showtanz zu machen, genau. Und da gehe ich Wow. zum Beispiel einmal die Woche zum Showtanztraining. Ich würde am liebsten 2 oder 3 Mal die Woche gehen, da fehlt mir aber die Zeit. Und mit meinem Mann tanze ich Disco Fox und wir lernen auch gerade Salsa. Das ist zum Beispiel ein Hobby. Was noch? Meine Hortensien. Also gerade jetzt im Sommer blühen meine Hortensien so schön auf der Terrasse. Dann beschäftige ich mich auch mal wieder damit, wie ich die eben noch besser pflegen kann, wann ich da welche Sachen abzupfen sollte, damit sie noch schöner blühen. Das Ja, ist so also. lustig. Also jetzt mal wirklich zusammengefasst, du sagst drei Interessen. Das eine Interesse ist Biografien lesen, das andere tanzen und das dritte, nein, du sagst nicht Garten, du sagst die Hortensien. Und du sagst, was genau, ne, da seht ihr dieses Tiefbohren und immer Ach ganz so. genau. Es ist so lustig, heißt, es ist so facettenreich. Also es ist nicht alles sportlich, es ist nicht alles lesend, es ist nicht alles gärtnerisch. Es ist so facettenreich. Aber es geht um die Hortensie. Da ist die Nase, diese Sehr interessant. Grasnase, die so in die Tiefe geht. Ja, cool.
Daniela, du hast ja, also ich habe das eben gesagt, du hast das Glaubensbekenntnis des Gebenden. Die Gebenden sind immer die, die irgendwie das Gefühl haben, für Menschen da sein zu müssen, andere Menschen zu unterstützen. Es ist eben auch die Gefahr, ausgenutzt zu werden. Ne? Das ist die negative Seite. Es gibt immer ein Gewinnendes und Verlierendes. Unterstützt du Menschen? Ja. Also ich unterstütze sehr viel und ich hatte natürlich auch, wird der eine oder andere vielleicht auch kennen, diese Phasen, wo ich manchmal gedacht habe, oh, ich habe schon so viel gegeben, wann kommt denn mal was zurück? Und da habe ich aber vor einiger Zeit den wunderschönen Satz gehört, du kannst nie mehr geben, als das Universum gibt. Und seitdem bin ich absolut d'accord mit viel geben, weil ich mir dann immer sage, ich gebe noch lange nicht so viel, wie das Universum mir gibt. Oh, das ist schön. Und von daher gebe ich gerne immer weiter, ja, weil es einfach schön ist, es macht einfach Spaß. Und gerade wenn man dann so Rückmeldungen bekommt, wie letztens hatte ich mich mit einem Bekannten getroffen zum Essen. Und ich bin ja, ich sage mal, ich bin 90% Veganerin, 10% Vegetarierin. Und wir hatten uns, weil er hat natürlich gesehen, dass ich ein veganes Essen bestellt hatte. Und da waren wir eben beim Thema und ich hatte ihm so ein bisschen was erzählt, warum, weshalb, wieso ich mich so ernähre. Und letztens schickt er mir eine WhatsApp und sagt so, oder schreibt so, und weißt du was, ich ernähre mich seit unserem letzten Treffen bewusster. In der Woche so gut wie kein Fleisch und keine Wurst mehr. Bäcker ist gestrichen früh, weil der ging früh immer zum Bäcker und hat sich so ein belegtes Brötchen geholt und ist dann auf Arbeit gefahren. Ja. Und jetzt isst er früh Müsli, Skyr und Obst dazu. Und da denke ich, oh, wie schön, ne? Ich meine, wieder ein Mensch, der sich bewusster ernährt, der damit auch gesünder lebt, der damit etwas auch für die Umwelt, für die Tiere tut. Und das ist einfach toll. Und ich muss aber ehrlich sagen, ich gebe das in dem Falle jetzt nicht bewusst, damit er seine Ernährung ändert, sondern ich erzähle das einfach von mir. Ja. Und manches kommt dann scheinbar gut an. Ja, ganz offensichtlich. Also genau. Du verbringst dein Sein damit, wenn ich das so übersetze, Menschen bewusster zu machen. Würdest du das unterschreiben? Ja. Ja, okay. Und sag mal, unterstützen und helfen, wie machst du da einen Cut, beziehungsweise wie sorgst du dafür, dass du nicht zu sehr in ein Helfersyndrom kommst und das Gewinnen für dich leben kannst, trotz dessen, dass du andere Menschen unterstützt? Ja, also ich mache da jetzt, ja, wie formuliere ich das jetzt? Also ich habe darüber noch nie so intensiv nachgedacht, weil letzten Endes, wenn ich zum Beispiel auf Netzwerkveranstaltungen bin, wenn ich im Freundeskreis bin, wenn da jemand eine Frage hat oder ein Thema hat und wir unterhalten uns drüber, dann sage ich natürlich nicht, du, ich sage dir jetzt 3 Sätze und die nächsten 10 Sätze kosten Geld. Na, also wenn ich halt auf einer Veranstaltung bin, ja, und wir haben das Thema, dann haue ich raus, was ich weiß. Ja. Na, warum auch nicht? So, und alles, was dann aber Business ist, also man kann mich jetzt nicht anrufen und sagen, hey, gehen wir mal Kaffee trinken und dann haue ich das raus. Ja. Das funktioniert natürlich nicht. Ja, aber ja, von daher, die Grenze ist so ein bisschen mehr oder weniger fließend, weil das, keine Ahnung, wie vergleicht man das? Wenn jetzt ein Speaker, ne, ich arbeite ja auch als Speaker oder werde auch als Speaker gebucht, und wer jetzt als Speaker zum Beispiel auf einer Netzwerkveranstaltung ist und sich am Tisch unterhält und jemand fragt, wie hast du das und das gemacht, dann sagt er ja auch nie, du, das ist Teil meines Vortrags, leg erstmal 500 Euro hin und dann antworte ich dir. Der erzählt ja dann auch den Teil. Ne? Aber du kriegst natürlich, sage ich mal, in so einem Gespräch auf einer Veranstaltung dann nie so das Umfangreiche. Na, weil das ist ja das Coaching, was ich mache, das geht ja mit einem gewissen Schritt los und baut dann aufeinander auf und daraus resultieren dann die Ergebnisse. Und in dem Moment, wo mich jemand auf einer Veranstaltung um einen Tipp oder einen Rat fragt, ist das ja nur ganz klein punktuell, ja, die Sache. Na?
Das ist total spannend, weil du dich so natürlich auch wieder in dieser Klarheit, die du so ausstrahlst, so abgrenzt, ne? Weil es gibt ja ganz viele Therapeuten und Coaches und wie sie sich alle nennen, die dann letztendlich sich so sehr aufopfern für andere. Und das kommt bei dir ganz klar raus, dass das überhaupt gar kein Thema für dich ist. Also ich finde das so schön, weil so viele Menschen, die das Glaubensbekenntnis des Gebenden in sich tragen, also das mit dem Zahnfleisch, wir sind immer Menschen, die sich anderen Menschen gegenüber aufopfern, wo ich immer sage, nein, das ist nicht das Ziel deines Seins, dass du dich aufopferst. Es ist das Ziel deines Seins, andere Menschen zu unterstützen und dabei deine eigene Energie zu erhöhen. Genau. Und du machst das in so einer Selbstverständlichkeit, was wirklich völlig faszinierend und total schön ist. Geschenk für diese Welt. Danke. Ich meine, früher gab es das natürlich auch, ne, dass mir die Leute E-Mails geschrieben haben, können wir uns mal zu einem Kaffee treffen. Das mache ich nicht mehr, da habe ich die Zeit gar nicht. Ja, woher auch, ne? Ja. Eben, da kann ich den ganzen Tag nichts anderes. Da kannst du deinen ganzen eigenen Interessen nicht folgen und kannst auch nicht so nachforschen, was die Hortensien brauchen. Genau, das ist auch wichtig. Ja, total. Ja. Die blühen aber auch schön. Das musst du jetzt mal auch zugeben. Die blühen aber auch wirklich schön. Ich liebe Hortensien. Tatsächlich sind Hortensien neben den Sonnenblumen meine Lieblingsblumen. Ich finde sie wunderschön, vor allem wenn sie blau sind. Also bei mir müssen und das Geniale ist, wir haben hier nämlich im Ort zufällig, gibt ja keine Zufälle, ne, einen Hortensien-Spezialisten. Also das ist so eine Gärtnerei, die hat zig Hortensienarten. Und dort war ich vor ein paar Jahren mal und habe mir meine Hortensien geholt und habe dort eben zum Beispiel für mich gab es eine Zeit lang immer nur Bauernhortensien, was anderes kannte ich nicht. Ja, ja. Und dann habe ich da noch andere Sorten kennengelernt und auch welche, die es in der knallen Sonne aushalten und die im Winter draußen bleiben können und die auch anders blühen, aber genauso schön aussehen. Ja, und das ist hochinteressant. Guck mal, diese Forscherin in dir, die Hortensien findet, die es in der Sonne aushalten, das musst du auch erst mal finden. Also ich glaube zumindest, dass das in der Sonne war. Doch, die im Winter, die steht nämlich, nee, gut, im Halbschatten steht sie. Im Halbschatten. Und die Bauernhortensie hält es nämlich gar nicht in der Sonne aus, die verbrennt. Das stimmt. Und ich habe eine Hortensie. Ich habe eine Hortensie, die ist schon bestimmt 6 Jahre alt. Die ist riesengroß und dieses Jahr zum Beispiel dickst die wahrscheinlich wieder mit mir, weil sie blüht nicht. Voriges Jahr hat sie geblüht und das Jahr davor hat sie auch nicht geblüht. Und da habe ich auch schon gesagt, die dickst jetzt mit mir, die ist beleidigt. Ich glaube, da hatte ich sie umgestellt. Und dieses Jahr dickst sie wieder, weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich so viel Konkurrenz jetzt daneben habe. Ja, jetzt wäre es interessant zu wissen, gibt es Hortensienarten, die vielleicht nur alle 2 Jahre blühen? Weil ich kenne jemanden, der hat auch nur eine, die alle 2 Jahre blüht. Naja, wir merken, wir sind da jetzt echt vertiefend drin in dem Thema. Genau. Deine weit auseinanderstehenden Augen und deiner sehr schmalen, spitzen Nase. Kann man mit dir wahrscheinlich sehr tief über sehr, sehr viele Themen sprechen. Also du verlierst da auch nicht die Tiefe, trotz diesem breiten Facettentum, was du in dir hast. Mhm. Daniela, du hast es eben gerade selbst angesprochen, du hast ja einen sehr großen Mund. Der große Mund spricht dafür, dass du eine sehr ausdrucksstarke Frau bist, die sehr extrovertiert ist, die die Bühne liebt. Und auch auf die Bühne soll und sich eben verbal fantastisch ausdrücken kann und das dann natürlich auch dieser Welt schenkt. Ich sage immer, man hat Talente geschenkt bekommen, um sie der Welt zurückzuschenken, weil dann entsteht ein schöner Kreislauf, der uns allen gut tut. Über was sprichst du auf der Bühne? Über genau das, was du gerade so ein Stück weit gesagt hast. Jeder hat Geschenke, jeder hat Talente und ein Potenzial und das soll er bitteschön auch nutzen. Und da spreche ich natürlich über Lebensfreude, darüber, warum wir unser Potenzial nicht nutzen, wie wir es nutzen können und die ganzen Themen. Weil die meisten Menschen, und das hat übrigens schon 1895 so ein Psychiater rausgefunden und der hat gesagt, die meisten Menschen nutzen nur 10% ihres Potenzials und das ist ungefähr so, als ob man immer nur den kleinen Finger benutzen würde von seinem ganzen Körper. Und das ist das, wo ich gerne inspiriere und motiviere. Schau doch in deine Lebensbereiche, Lebensbereich zum Beispiel deine Beziehungen, Lebensbereich deine Gesundheit, dein Job, dein Hobby. Wie
wie wünschst du es dir? Ne? Und das ist eben das mein Seminar Wunschkonzert. Spielen wir jetzt mal Wunschkonzert. Wie würde das aussehen, wenn du deine Wünsche und Ziele dort erreichen würdest? Und da, ja, da geht die Kreativität bei den Teilnehmern los. Und das ist meistens so auch der erste Schritt, um, sage ich mal, die Lebensqualität zu steigern und das Leben wirklich zu führen, was man führen möchte. Wie hast du deine eigenen Talente und Potenziale entdeckt? Oh, über ganz viel Schmerz, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, über ganz viel Schmerz. Also ich war 2006, stand ich nach einer Trennung dann mit meinen zwei kleinen Kindern arbeitslos und alleinerziehend und natürlich ohne Kohle da und musste gucken, ja, wie kommst du jetzt über die Runden? Was machst du überhaupt? Und ich habe dann wirklich überlegt, was macht mir Spaß, was kann ich? Und da habe ich zum Beispiel beim Thema Job mir gesagt, okay, du brauchst einen Job, wo du von zu Hause aus im Einklang mit den beiden Kindern, mit Computer, Telefon und deiner Persönlichkeit Geld verdienen kannst. Weil einen Angestelltenjob habe ich, also ich hatte zwei Bewerbungsgespräche. Und damals war es noch so, in dem Moment, wo das Bewerbungsgespräch auf die Kinder kam, ob ich den spontan länger machen kann. Und ich habe gesagt, nee, geht nicht. Meine Eltern wohnten auch eine Autostunde entfernt, waren auch noch voll berufstätig. Kannst du nicht um drei anrufen und sagen, kannst du mal halb vier die Jungs holen. Genau, und da blieb dann eben die Selbstständigkeit. Und da habe ich mich dann so peu à peu, habe immer geguckt, was kann ich, was macht mir Freude, das mache ich weiter. Habe natürlich auch erfahren müssen, was kann ich gar nicht oder was macht mir überhaupt keinen Spaß. Und das geht natürlich auch darüber, mit welchen Menschen macht es mir keinen Spaß. Na, wen möchte ich auch von Menschen nicht mehr in meinem Umfeld haben. Ja, über Step by Step die ganzen Sachen. Und so probiert man dann aus. Und da ich ja sehr kreativ bin und auch immer viele Ideen habe, probiere ich natürlich auch immer die ein oder andere Idee aus und schmeiße mich dann quasi da rein und habe da auch schon manchmal gemerkt, okay, so lustig, wie du dir das vorgestellt hast, ist das gar nicht. Hast du halt mal probiert, reicht. Ja. Brauchst du nicht in deinem Leben und andere Sachen, wo ich sage, also dass das so einen Riesenspaß und Mordsgaudi macht, habe ich mir ja nie im Leben vorstellen können. Ich habe einfach nur gedacht, probierst du mal und diese Dinge bleiben daneben. Ja. Super schön. Sagst du, dass man seine Potenziale erst kennenlernen kann, wenn man durch den tiefen Schmerz geht? Das ist leider bei den meisten Menschen so, dass die generell sich erst darauf besinnen, ihr Leben so zu führen, wie sie es wirklich wollen, wenn von außen das Schicksal zuschlägt. Entweder in Form von einer Krankheit oder in der Form, dass ein geliebter Mensch plötzlich verstirbt und man sagt, Mensch, wir wollen doch seit 5 Jahren die Bike-Tour machen oder wir wollen doch seit 3 Jahren unser Mädelswochenende machen. So ein Mist. Und das ist ja auch das, wo viele Menschen am Ende des Lebens auf dem Sterbebett liegen und sich dort dann oder das dann dort bereuen und sagen, kann es wirklich sein, dass ich 88 Jahre kein Wochenende Zeit hatte, das und das umzusetzen? Und ich habe letztens erst gelesen, dass das auch die Menschen sind, die vom Leben dann nicht loslassen können. Total, ja. Na, und das ist, das stelle ich mir unheimlich schmerzhaft hier drin auch vor, wenn du dann da liegst und dann plötzlich dir klar wird, Mensch, 88 Jahre oder 89, whatever, warum habe ich das nie gemacht? Warum habe ich mir immer Gedanken gemacht, was andere davon halten? Warum habe ich mich immer von der Angst leiden lassen, dass das vielleicht schief geht, hätte ich es doch einfach mal probiert. Ja. Und ich sage eben, ihr müsst nicht warten, bis von außen ein Schicksalsschlag kommt. Heute ist, also wir haben es, heute haben wir Freitag, ja, du kannst auch Freitag, wir haben es 11.36 Uhr, kannst du anfangen, dein Leben zu ändern. Du musst nicht warten, bis Montag ist, du musst nicht warten, bis Neujahr ist, bis der Sommer vorbei ist. Was weiß ich, also das ist ja die Kreativsten. Bis du irgendwas bist, ne? Das ist das. Genau. Schenkt dich deinem Leben, ne? Ja, also. Und letzten Endes, die Krankheiten, die man kriegt, sind ja alles schon Hinweise von der Seele, also die Seele spricht ja über unseren Körper, ne? Anders kann sie ja nicht zu uns sprechen. Ja. Die innere Stimme haben ja viele schon zugeschüttet. Stillgestanden. Genau. So, und da kann sie nur noch über den Körper kommunizieren und darüber zeigen, hier, ich hab's satt, ich will nicht mehr. Und als ich damals zum Beispiel, ich habe halt auch von außen erst die Klatsche gebraucht, die sehr schmerzhaft dann in der Regel ist.
Ich habe damals zum Beispiel 20 Kilo weniger gewogen als heute. Also ich wog 38 Kilo. Oh. Und ich konnte nichts mehr essen, weil hier war ich zu. Und ich hatte auch keinen Geschmackssinn mehr. Heute weiß ich, das waren alles schon Signale, es ist Schluss, hör auf mit diesem Leben. Ne? Also geh raus aus dieser Lebenssituation, in der du bist. Und ja, und irgendwann kam dann bei mir auch der Punkt, wo ich früh in den Spiegel geguckt habe, gesehen habe, dass ich innerlich tot bin, auf Deutsch gesagt. Und wo mir ganz klar war, oder wo auch wie diese innere Stimme eben gesagt hat, entweder du änderst jetzt was oder du wirst keine 30 Jahre alt. Und 8 Wochen später bin ich zum Glück 30 geworden, aber in dem Moment habe ich wirklich seelisch auf dieser Kippe gestanden. Ja. Und das war auch das, was mir dann die Kraft gegeben hat, die Sache durchzuziehen, weil ich gewusst habe, egal was jetzt kommt, und ich habe mit allem gerechnet, mit Hartz IV, mit allem Möglichen, egal was kommt, wird nicht schlimmer sein als das, was du jetzt hast. Wahnsinn. Und dann ist immer auch die Frage, ne, wenn jemand so viel Kraft aus einer Notsituation immer noch, auch noch unter oder mit guten 30 Kilo erschafft, was ist denn, wenn er in seinem Maximum ist und dann in seinen Potenzialen lebt? Ne? Also man muss das ja immer umdrehen und sagen, was wäre denn das Positivste, wenn die positivste Grundlage da wäre? In deinem Fall war es ja nun wirklich das Schlechteste, was passieren konnte. Und dennoch ist... Und da ich jetzt natürlich durch diese Jahre, wo ich mir das alles neu aufgebaut habe, erst mal selber auch sehe, was möglich ist im Leben, ne? was wir machen können. Und das kann ja wirklich jeder. Ja. Ne? Ich habe ja jetzt auch kein Hexenwerk vollbracht hier. Und deswegen ist das mir auch so ein Bedürfnis, das an andere damit zu inspirieren, das auch zu machen und nicht erst zu warten, bis sie dann ganz unten sind. Man kommt dann auch wieder hoch. Aber kann man sich sparen, muss man nicht haben, die Nummer. Du bist auch der beste Beweis dafür, dass in dem Moment, wo du deinen Potenzialen und deinen Talenten folgst und diesen Weg gehst, dass du dann in deine Kraft kommst. Ne? Weil es gibt ja viele, ich lese ja auch im Gesicht immer die Talentlinien und versuche den Menschen einfach die Schönheit ihrer selbst und die Kraft ihrer selbst vor Augen zu führen. Und da gibt es Talentlinien, die man lesen kann. Egal. Und dann gibt es aber ganz viele Menschen, die sagen, ja, aber Talente, mit denen kann ich ja kein Geld verdienen. Weil die machen ja Spaß. Wo ich da sitze und sage, was ist das denn für ein Glaubenssatz? Du verdienst doch das größte Geld damit, wenn du mit Spaß arbeitest, weil dann kommst du in den Erfolg. Und wenn du erfolgreich bist, kommst du in die Erfüllung. Und wenn du in der Erfüllung bist, bist du gesund. Wo ich so sage, das ist so verrückt, ne? Dass so viele Menschen sich selbst verbieten, in ihren Talenten zu leben und zu arbeiten, nur weil es ja nicht schwer ist. Genau, das ist dieser alte Glaubenssatz, Geld verdienen muss schwer gehen, muss anstrengend sein, muss hart sein. Ja. Guck dir doch mal die ganzen digitalen Nomaden an, die verdienen säckeweise Geld, sitzen in Hawaii auf Hawaii am Strand mit ihrem Laptop. Da ist nichts schwer. Nee, da ist nichts schwer. Da ist gar nichts, also wissen wir nicht. Ich weiß es nicht. Ich kenne deren Leben nicht, aber es fühlt sich so an, als könnte da viel Leichtigkeit am Start sein. Ja, und vor allem ist auch nicht zu vergessen, also oder nicht zu verwechseln, schwer heißt nicht, dass ich nicht fleißig sein darf. Ne? Aber wenn ich mein Talent lebe, dann bin ich ja freiwillig viel fleißiger, als wenn ich irgendwas mache, was mir keinen Spaß macht. Natürlich, ja. Super schön. Du hast einen Slogan, mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Es ist, ich glaube, ein bisschen inspiriert von Pippi Langstrumpf. Ja. Ich liebe es. Mach dir die Welt, so wie sie dir gefällt. Wo kann man das an deiner Seite lernen? Also der Start ist meistens mein Wunschkonzertseminar, wo wir genau über diese Dinge sprechen. Und die meisten buchen danach dann auch das anschließende Coaching, wo wir dann natürlich umsetzen. Ja. Und das steht alles auf meiner Internetseite, danielakreisig.de, alles zusammen. Wunderbar, wir werden das alles nochmal niederschreiben. Daniela, eine letzte Message an unsere Hörer und Zuschauer. Was gibst du ihnen mit von dir, deiner Klarheit und deinem Leuchten? Aber eigentlich würde ich das ganz kurz machen. Fang an, jetzt. Ja, sehr schön. Jetzt und 100%. Ja.
Weil den idealen Zeitpunkt gibt es sowieso auch nicht. Es ist immer richtig genau, wo du jetzt bist. Ja. Super schön. Daniela, ich danke dir sehr. Ich innerlich umarme ich dich, weil du genau das sagst, was ich auch immer versuche zu sagen. Ja, großartig. Ja. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es dich hier in Dresden gibt. Und alle in dieser Welt und in Deutschland einfach auf danielakreisig.de gehen und schauen, was diese wundervolle Frau jedem Einzelnen zu schenken hat. Vielen, vielen Dank für dich und für dein Ich danke dir, Anne, für das tolle Interview. Wie gesagt, das habe ich noch nie gemacht und ich fand es großartig. Danke, danke, dass du so was Tolles anbietest. Ich danke dir. Und ich sage einmal Tschüss an die Welt und bis ganz bald. Tschüss.